Hallo, liebe Bastelfreunde. Wie man so ein einfaches Barometer baut, zeige ich in diesem Video. Viel Spaß! Ja, was brauche ich, um dieses einfache kleine Barometer zu bauen? Nun, einmal ein Glas. Ich habe hier einfach ein Senfglas, eine Klopapierrolle. Schaschlikspieß, ein Gummiring, so ein Einweghandschuh, meine ausgedruckte Vorlage und so ein Stück Sperrholz für die Trägerplatte. Ja, hier die Anzeigerolle und ja, unser Barometerglas. Die müssen in einem gewissen Abstand stehen, weil ich hier den Schaschlikspieß als Zeiger nehmen möchte. Nehme ich den jetzt als Maß her. Und warum nehme ich so einen großen Abstand? Na, ganz einfach. Vielleicht seht ihr es hier. Wenn ich hier den Schaschlikspieß als Hebel habe, wenn ich hier nur eine kleine Änderung habe, habe ich auf der anderen Seite einen relativ großen Ausschlag. Hätte ich das nicht, hätte ich nur einen kurzen Hebel, dann habe ich hier mit einem kleinen Hebel nur einen relativ kleinen Ausschlag und das möchte ich nicht. Also ich will einen möglichst großen Ausschlag haben, dass man auch was sieht. Das heißt hier möglichst kleiner Ausschlag und auf der anderen Seite bewegt sich möglichst viel. Ja, deswegen hier der Abstand. Das heißt, hier habe ich ungefähr die Größenordnung hier. Ja, das zeichne ich mir jetzt erstmal an. Ja, sieht man das einigermaßen? Die Idee ist, die Grundplatte auch so in Form von der Wolke zu haben. Das schneide ich mir jetzt an der Dekopiersäge aus. Ich wollte mir erst so einen Sockel aus mehreren Sperrholzlagen bauen, aber das wäre irgendwie zu vielschichtig geworden und dann auch zu unförmig. Und ich habe mich jetzt umentschieden, habe einfach aus dem Vierkant einen entsprechend hohen Sockel geschnitten und setze den hier so drauf. Und dann hat es die richtige Höhe. Und dann kann man das hier dann draufsetzen. Das ist jetzt nur ein Provisorium hier. Ja, geh rein. Da sitzt das hier so drauf. Und dann hat die mehr oder weniger schon die richtige Höhe. Das kann man dann später noch genau ausrichten. Jetzt klebe ich erstmal hier diese Holzscheibe, diesen Vierkantklotz und das Brettchen hier zusammen. Thank you.
Ja, die Basis hier, die habe ich jetzt soweit vorbereitet. Einmal grundiert, mal abgeschliffen und dann final die Farbe drauf, dass es schöner aussieht. Weil jeder weiß, wenn man das Holz das erste Mal so ein bisschen mit Farbe einschmiert, dann wird es ziemlich rau, weil sich die Fasern aufstellen. Deswegen einmal grundieren, abschleifen, dann nochmal anmalen und hat man eine schöne glatte Oberfläche. So, und jetzt gehen wir an diese Bastelarbeiten dran. Ja, jetzt habe ich die Anzeigesäule hier, das Glas und den Zeigestab soweit vorbereitet. Jetzt geht es dran, hier die Membran, also den Handschuh, hier auf das Glas zu montieren. Ja, dieser Handschuh, der wird dann aufs Glas gespannt und mit dem Gummi festgemacht. Ich nehme den Gummi gleich doppelt. Und wie ihr vielleicht seht, ich habe hier ein Glas, das hat hier oben so einen Wulst. Das ist, finde ich, besser als so ein Gewinde. Mit dem Gewulst kann der Gummi nicht so leicht abspringen. Das heißt, ich lege jetzt hier den Handschuh drauf oder den Handschuhfetzen, den ich ausgeschnitten habe, spanne das ein bisschen und spann den Gummi drum und dann kann ich das Ganze noch ein bisschen festziehen. Und jetzt kann man relativ großzügig das, was man an Handschuhen nicht mehr braucht, dann noch abschneiden. So, jetzt geht es darum, diesen Pfeil hier oder diesen Zeiger noch festzumachen. Ich habe mir dafür schon mal so eine kleine Konstruktion hier gebastelt, ist eigentlich schon zu viel gesagt. Ich habe hier einfach einen Stapel Holz aufeinander gelegt, der passend ist, dass das hier bündig oben aufliegt. Und dass der Pfeil auch passend sitzt, klebe ich den einfach mit einem Stückchen Tesafilm jetzt auf dem Holz hier fest. Ja, und befestigen kann man dieses Stäbchen, diesen Pfeil, ganz einfach mit einem Streifen Tesafilm. Und dann kann ich hier Tesafilm wieder abschneiden. Die Holzstücke hier weg. Der nächste Schritt ist wieder ganz einfach. Ich setze hier diese Rolle ganz einfach hier drauf. Und jetzt kann ich meinen Zeiger ausrichten. Was ich jetzt nicht beachtet habe, dass er so ein bisschen nach unten hängt, einfach von der Schwerkraft. Aber das kann ich ausgleichen, indem ich das Glas einfach ein bisschen höher setze. Ich nehme einfach so ein Klebepad, mache es mir jetzt ganz einfach und klebe das hier unten dran. Ja, und das Pad an sich, das klebe ich jetzt einfach mit ein bisschen Heißkleber fest.
Ja, und das ist auch schon der ganze Barometer. Wie funktioniert er jetzt? Beim Tiefdruckgebiet haben wir hier außerhalb weniger Luftdruck als innerhalb vom Glas. Das heißt, der Luftdruck im Glas drückt nach oben. Das heißt, der Pfeil hier geht nach runter. Das kann ich simulieren, indem ich einfach das Glas ein bisschen anwärme. Und wenn man dann genau schaut, da reicht schon die Wärme von der Hand. Und da bewegt sich der Pfeil langsam nach unten. Und lasse ich das wieder los, kann sich das wieder abkühlen. Der Luftdruck im Glas sinkt wieder. Das heißt, wie Hochdruckgebiet, das hier oben drauf drückt. Und dann kommt der Pfeil auch wieder nach oben. Also wenn ich hier oben drauf drücke, sieht man dann den Pfeil bewegen. Und so funktioniert das ganz einfache Barometer. Ja, wie gesagt, das ist mein ganz einfaches Barometer. Also eine Klorolle, ein bisschen Unterbau, der ist ganz einfach. Den kann man auch noch einfacher gestalten. Ein Glas, wie gesagt, das kann ein Gewinde oben haben. Das kann einfach diesen Wulst haben, wie auch immer. Und irgendeine Membran. Diese Membran, da kann man zum Beispiel auch einen Luftballon hernehmen, wenn man so einen Handschuh nicht zur Hand hat. Man kann auch eine andere Art Handschuh nehmen. Irgendwas in der Art. Statt dem Stäbchen hier kann man auch einen Strohhalm nehmen. Den Pfeil, den habe ich nur zur Optik gemacht. Da kann man auch gar nichts nehmen oder sich was anderes machen. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind ja vielfältig. Ich habe schon früher mal in meiner Kindheit so einfache Barometer gebaut. Und ja, es macht eigentlich immer wieder Spaß. Und wenn ihr mit euren Kindern auch mal sowas bauen wollt, ja, es ist einfach zu bauen. Und an der Stelle auch noch lehrreich. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.